Am Abend des 6. Mai 2016 befindet sich die Babelsberger Ultraszene rund um die Gruppe Filmstadt Inferno auf dem Rückweg eines Auswärtsspiels in Jena. Nach einem 2:0 Auswärtserfolg der 03er kommt der Gästehaufen um kurz vor Mitternacht wieder in Babelsberg an. Was den Auswärtsfahrern zu diesem Zeitpunkt noch nicht bewusst ist, ist die Tatsache, dass sie seit der Abfahrt in Jena von mehreren Spähern beobachtet werden. So kommt es gegen 0 Uhr in Babelsberg dazu, dass kurz nach Ankunft rund 30 in schwarz gekleidete Personen aus einer Seitenstraße hervorlaufen und auf die Babelsberg-Ultras losgehen. Neben dem Austausch von körperlichen Nettigkeiten haben es die Angreifer offenbar aber auch auf das Material der Babelsberger Szene abgesehen. So werden gezielt die Zaunfahnentaschen und Rucksäcke angesteuert. Dank körperlicher Überlegenheit gelingt dies auch so, dass die Zaunfahne des Filmstadt Infernos inklusive weiterer Materialien in die Hände der Angreifer fallen. Bei der Suche nach dem Angreifer tappen die Babelsberger im Dunkeln. Nur wenige Tage später beim letzten Heimspiel der Saison werden dann vor und im Heimbereich des Karl-Liebknecht-Stadions hunderte Flyer der aktiven Szene verteilt. In diesen beschreibt das FI die vorübergehende Einstellung seiner Aktivitäten aufgrund des Zaunfahnenverlustes. Über eine Auflösung der Gruppe gäbe es jedoch keine Gedanken. Zitat Filmstadt Inferno. Freitagnacht nach unserer Ankunft vom Auswärtsspiel in Jena kam es zu einem Angriff auf unsere Gruppe. Dabei haben wir wichtiges Material verloren. Dieser Überfall hat uns bis in Mark erschüttert und auch Tage später fällt es schwer, unsere Emotionen in Worte zu fassen. Die Wunden, die dieser Verlust gerissen hat, werden sich nicht schließen lassen. Doch in unserem Schmerz stehen wir zusammen. Eins vorweg, wir lassen uns unseren Weg Ultra zu leben nicht von destruktiven Angriffen kaputt machen. FI heißt für immer und so werden wir wieder aufstehen. Momentan ist es schwer zu sagen, wann wir soweit sind, nur so viel ist klar, wir sind immer noch da. Wir werden weitermachen. 17 Jahre Ultra in Babelsberg lassen sich nicht in einer Nacht ausradieren. 17 Jahre voller Hingabe, Leidenschaft, Freundschaft und Sympathie. Dennoch brauchen wir Zeit. Zeit, um nachzudenken. Zeit, um zu sehen, wie es weitergehen kann. Der Verlust sitzt tief und lässt uns für den Moment verstummen. Zu Hause wie auch auswärts werden wir uns die benötigte Zeit nehmen, das Widerfahrene zu verarbeiten und bis dahin jegliche Aktivitäten einstellen. Wie lange ist unklar. Klar ist dagegen aber, solange unsere Herzen für unseren Sportverein schlagen, werden wir uns auf lange Sicht den aktiven Support nicht nehmen lassen. Auch mit einigem Abstand sind wir vor allem von der Art und Weise des Raubes schockiert. Selbst auf am Boden liegende Menschen einzuschlagen und diese mit Waffen zu traktieren zeugt von wenig Bewusstsein für mögliche Folgen. Was soll noch passieren, bis endlich gemerkt wird, dass dies ein Schritt zu viel war? Ist das wirklich diese Mentalität, von der immer gefaselt wird? Aus unserer Sicht hat Ultraleben mit so etwas nichts zu tun und schadet der Subkultur. Haben wir es wirklich geschafft, euch mit unseren Spruchbändern und unserem Auftreten so sehr in eurer Ehre zu kränken, dass ihr Vernunft über Haufen wirft und solch einen feigen Angriff startet? Wie sicherlich viele mitbekommen haben, ist das Filmstadt Inferno seit mehreren Jahren weiterhin aktiv für den SV Babelsberg und supportet den Verein bei Heim- und Auswärtsspielen wie gewohnt. Für mehr solcher Videos abonniere doch einfach diesen Kanal.